Hallo liebe Merchandise-Zuschauer und Attendees auf diesem bestimmt glorreichen und grandiosen Event. Ich kann leider heute nicht hier sein, aber ich habe trotzdem Ronny versprochen, ein Video zu machen und euch ein paar Hacks und Themen mitzugeben, an denen ich aktuell arbeite. Leider bin ich verhindert, einfach aufgrund der Thematik, dass ich aktuell von München wieder zurück ins Allgäu gezogen bin. Ihr seht hinter mir, ich sitze hier wieder in meinem alten Zimmer. Und in den nächsten Wochen geht es für mich und Teile von meinem Team dann nach Europa. Ja, wir werden ein bisschen den Remote-Lifestyle weiter ausbauen und das Remote-Business, welches wir uns aufgebaut haben, noch ein bisschen mehr genießen. Ja, und jetzt ist alles ein bisschen im Umbruch und deshalb ist es extrem schwierig für mich, heute hier zu sein. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem einen unglaublich coolen Tag. Netzwerkt bitte mit für mich, trinkt das ein oder andere Bier mit für mich. Ja, und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin Lars. Ich denke, die einen oder anderen kennen mich schon von meiner Blogreise, wie ich 1000 Euro Gewinn am Tag erwirtschaften möchte. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu viel dazu sagen. Wer mich nicht kennt, kann gerne irgendwelche anderen Leute fragen. Ich will euch jetzt drei Strategien mitgeben oder Themen, an denen wir aktuell arbeiten, wie ihr sozusagen externen Traffic nutzen könnt, um eure Amazon-Listings zu boosten. Ja? Und da gehen wir einfach mal durch die drei. Ein Thema, was ich auf meinen ganzen Präsentationen immer mit am Start habe, was ultra wichtig ist und wo ich glaube ich mal auch schon viele Menschen mit dieser Info ja, den einen oder anderen Euro reicher gemacht habe, ist das Thema Custom Audience mit Kundendaten. Ja? Was ist eine Custom Audience? Custom Audience sind quasi Zielgruppen, die wir auf Facebook bauen können, auf Basis von Kundendaten. Ja? Und was viele gar nicht wissen, ist, dass man die Daten von Amazon, die Bestelldaten mit Straße, Adresse, Hausnummer und so weiter von Amazon herunterladen kann und hier hochladen kann. Hier ein kleiner Tipp und ein kleiner Snippet von der Seite. Man kann bei Amazon immer nur die rückwirkenden 60 Tage runterladen. Solltet ihr Sachen wie AMA Invoice und so weiter benutzen, fragt mal den Werner und den Andreas lieb und grüßt sie von mir und sagt, hey, könnt ihr mir bitte mal die komplette Liste runterladen, weil die haben nämlich alles in ihrer Datenbank. Diese Liste kann man dann schön bei Facebook hochladen und hier seht ihr auch den Screen. Wenn man auf hier zurück Customer File klickt, dann kann man hier die CSV-Datei hochladen. Ja, und bis vor ein paar Monaten konnte man die Facebook Audience nur so bauen. Da konnte man, glaube ich, mal nur die E-Mail-Adresse hochladen und eine Facebook-App-ID oder so und die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, sorry. Aber die E-Mail bringt uns natürlich nicht viel und Telefonnummern haben wir auch nur bei jedem vierten, fünften Kunden. Aber wie gesagt, seit einigen Monaten können wir hier wirkliche ganze komplette Adressdatensätze hochladen, was natürlich mega spannend ist, weil sich daraus wirklich sehr, sehr exakte Custom Audiences bauen lassen. Wir haben das hier dann so ein bisschen zusammengefügt und eine Excel-Datei draus gebaut und hochgeladen. Und ich glaube, hier war das Beispiel aus ca. 4000 Bestelldatensätze. Haben wir hochgeladen und Amazon hat uns eine Custom Audience aus ca. 1100 Leuten gebaut. Also unsere Erfahrung zeigt, dass ungefähr ein Drittel bis ein Viertel dann letztendlich gematcht wird. Und für diese Custom Audience können wir dann auf Facebook Anzeigen schalten oder für diese Audience können wir dann Anzeigen schalten. Was natürlich mega, mega spannend ist, weil wir ja gerade hier Retargeting-Ads und so weiter ausspielen können. Also sprich, ein Kunde kauft ein Produkt von mir und wie ihr wisst, verkaufe ich Supplements und die sind nach 30 Tagen alle. Dann kann ich sozusagen nach 30 Tagen ihm diese Anzeige schalten. Ich weiß, dass diese Kunden bei mir auf Amazon schon die Produkte gekauft haben. Noch spannend oder noch ein bisschen spannender sind Lookalike-Audiences. Das heißt, wir können die Audience hernehmen, diese 1100 Menschen, und Amazon sagen: Hey, bitte baue uns doch eine ähnliche Zielgruppe wie diese 1100 Leute, ja. Und das können wir mit der Lookalike-Audience machen. Und wie ihr seht, reicht hier mit dem engmaschigsten Einstellung und der Audience-Size reicht es aus, um eine Audience zu kreieren von 305.300 Menschen. Was natürlich mega geil ist, auf dieser Basis weiter dann Ads zu schalten, um neue Kunden zu generieren. Das nächste spannende Thema, der zweite Hack, den ich euch zeigen will, den wir selber so aktiv noch gar nicht ausprobiert haben, weil er noch relativ neu ist, ich aber in einer sehr, sehr spannenden amerikanischen Kurs gesehen habe, sind die Facebook-Coupon-Ads. Die Facebook-Coupon-Ads ist ein wirklich ultimativ spannendes Tool. Das ist ein Ad-Format. Ich zeige euch gleich, wie man das auch anlegen kann, welches wie folgt aussieht. Ich habe mal ein paar Screenshots zusammengepackt für euch.
Zum Beispiel hier seht ihr diese Offer-Ad. Ja? Die Offer-Ad sieht aus wie eine ganz normale Anzeige auf Facebook, nur mit dem großen, großen, großen Benefit, dass wenn ein Kunde auf diese Ad klickt, ja, ob Desktop oder auch Mobile. Mobile ist sogar noch ein bisschen geiler, kann ich euch jetzt so leider wahrscheinlich mit dem kleinen Bildschirm unten rechts nicht zeigen. Wird sozusagen ein Direct Link zu Amazon plus ein Gutscheincode angezeigt. Das sieht nämlich dann wie folgt aus. Als ich das gemacht habe heute, war natürlich dieses Offer aus diesem Webinar oder aus diesem Kurs schon expired, wie ihr seht. Aber man kann hier rechts sieht man den Gutscheincode, ja, E-Mail Boom in diesem Fall. Und man kann mit Wizard Page sozusagen direkt auf die Webseite kommen. Ja, ich habe mal nochmal dieses Webinar nochmal durchgesucht und habe nochmal ein, zwei weitere Screenshots rausgesucht. So sah das während der Zeit aus, während der Kollege hier die Webinar gehalten hat. Und wenn dieser Offer aktiv ist, was normalerweise der Fall sein sollte, kann man ultimativ spannende Dinge machen. Man kann es sich für später speichern. Für später speichern heißt, dass man zum einen eine Push-Notif- oder zweimal eine Push-Notification auf sein Smartphone bekommt mit der Benachrichtigung, hey, du hast noch ein unclaimed Offer. Man kann sich das aber auch per Mail zuschicken lassen. Und das macht Facebook auch automatisch. Also Facebook schickt einem dann so eine E-Mail mit diesem angeclaimten Offer, wo sozusagen nochmal der Direct Link zu Amazon mit drin ist, plus der Gutscheincode. Ultimativ spannendes Tool. Und vor allem, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn ich dieses Offer auf meinem Smartphone finde, und dann nur drauf klicke, ja, und den Gutscheincode nicht einlöse, bekomme ich, wie gesagt, zweimal im Abstand von ein paar Tagen eine Push-Notification auf mein Smartphone, wo es heißt, hey, lieber Lars, du hast noch ein offenes Offer von Fury Fitness, 50%. Bitte claim das doch mal. Ja, mega, mega spannend. Selbst wenn der Kunde letztendlich nicht gekauft hat, wird er noch zweimal danach daran erinnert. Ja? 7 Kontakte-Regler vom Marketing und so weiter. Also ein mega spannendes Ad-Format, was wir uns jetzt hier mit meinem Team, welches ich gerade noch weiter ausbaue, in den nächsten Wochen nochmal sehr, sehr intensiv anschauen werden. Genau, die Mail hatte ich euch schon gezeigt. Ich zeige euch jetzt hier nochmal einen Screenshot von meiner Solid Mind Fanpage, wie man diesen Offer anlegen kann. Leider sieht man jetzt hier in der Präsentation meine Maus nicht, aber ganz links unten in der Ecke, wenn ihr auf eure Fanpage geht, seht ihr Offer. Ja? Und wenn ihr dort draufklickt, öffnet sich dieses Pop-up. Entschuldigung, meine Nase läuft ein bisschen. Und dann könnt ihr hier wie ein normaler Facebook-Post, ja, einen Post erstellen, wo ihr sagt, okay, was ist in deinem Offer? Oben schreibe Texte rein, baue ein cooles Bild ein, natürlich mit den richtigen Formaten. Unten den Link dann direkt zum Amazon-Listing oder sonstige Links, wo ihr es auch immer hinhaben wollt. Und dann dein Promocode, ja. Und dann drückt ihr unten rechts auf Published und dann könnt ihr den Post boosten und ihn, sag ich mal, von der Werbewirkung auf Facebook so targetieren, wie wenn ihr eine ganz normale Ad targetieren würdet, ja. Und die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand, ne? Ihr könnt, wenn ihr mit 50, 60% arbeitet, massiv viele Sales über dieses Facebook-Thema generieren. Alles bleibt innerhalb von Facebook, auch wenn der Kunde via Smartphone auf diese Ad klickt, was natürlich ultra spannend ist, wird in Facebook Amazon geöffnet und unten dran erscheint so ein blauer Balken. Ich switche nochmal zurück, wie hier mit dem aktuellen Code drauf, der die ganze Zeit hier drauf bleibt und der Kunde quasi auf dem Listing ist und einfach mit einem Tipp draufdrücken kann und dann ja, hat er den Code in seinem Zwischenspeicher und kann ihn direkt einlösen. Genau, das ist das Thema Facebook-Ad-Coupon-Strategie gewesen. Ultimativ spannendes Thema. Bei Fragen gerne auf Facebook mal mich anhauen. Wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das gerne an und melde mich diesbezüglich. Ein sehr, sehr spannendes Thema und letztes Thema, mit dem ich mich beschäftige, mit meinem Team, sind Chatbots. Und nicht die normale Art von Chatbots, wie man sie normal verwendet, sondern wir arbeiten hier mit ManyChat. Schreibt euch dieses ManyChat auf jeden Fall auf, macht ein Foto davon, keine Ahnung, aber notiert euch ManyChat, weil ManyChat oder Tools wie ManyChats werden in Zukunft meiner Meinung nach das ganze E-Mail-Thema, E-Mail-Listen aufbauen, abschaffen. Hier haben wir einen Screenshot von einem Kollegen von mir, Private State, die hier ganz klar einen Lead Magnet auf ihrem Blog haben, wo man den Vornamen eintragen kann und die E-Mail-Adresse.
Aber wir können das in Zukunft anders machen und viel, viel besser machen. Und das, sage ich mal, ist beispielhaft ein Opt-in von ManyChat. Ja? Also sprich, wir können mit ManyChat Bars oben auf der Webseite platzieren, kleine Landingpages machen, diesen zum Bauchspeck-Smoothie-Button überall auf unseren Landingpages einbetten. Und was passiert, wenn ein Kunde hier draufklickt? Ja? Wenn ein Kunde auf diesen Button klickt, passiert Folgendes. Ja? Direkt in seinem Messenger poppt dann eine Nachricht auf von wegen, hey, Uli hier, Gründer, danke, dass du das Rezept bekommen hast oder das Rezept willst und so weiter. Wir können ihm das Rezept nicht mehr per Mail schicken, sondern direkt im Messenger schicken, was er sich anschauen kann zum Beispiel. Wir können es natürlich zusätzlich auch nochmal per Mail schicken, ganz klar. Aber was passiert und was eigentlich das Spannendste bei ManyJet ist, in dem Moment, in dem der Kunde auf diesen Button geklickt hat, ja, bekommt er zum einen, können wir ihm Nachrichten schicken. Punkt 2 ist er in einer E-Mail-Liste, ja, oder in einer ManyChat-Liste, keine E-Mail-Liste. Und das ist das Spannendste an ManyChat. Einmal geklickt, haben wir diesen Kunden in einer ManyChat-Liste. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was wir mit dieser Kundenliste alles machen können. Ja. Wir haben dann mal so ein paar Nachrichten rausgeschickt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Smartphones hier klingeln, dann geht jeder natürlich ran und wir gucken, was vom Facebook Messenger sozusagen passiert. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir, wie gesagt, hier 97% Open Rate bei unseren Kampagnen haben und meistens eine Clickrate von 70%, ja, was natürlich ultimativ cool ist und wo E-Mail schon lange, 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 lange nicht mehr ist. Ja. Ich gehe nochmal einen Slash zurück. Super spannendes Thema. Schaut euch ManyChat mal an. Kann man mittlerweile sogar auch mit einem Facebook-Ad Messenger-Ad-Format kombinieren. Super spannendes Thema und wird auf jeden Fall das ganze E-Mail-Programm abschaffen. Ja, auch weil es heißt, baut eine Liste und so weiter und so fort. In diesem Sinne war das schon alles von mir, meine Lieben. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen grandiosen Tag bei den Merchant Days. Wie gesagt, trinkt gerne noch ein, zwei, drei, 12 Bier für mich mit. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Bleibt gesund, bleibt artig. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bye bye.